Willkommen im Gseis. Heute machen wir eine richtig geniale Tour bei super traumhaften Panorama. Da hinten kommt noch der Flo daher und mit niemand geringerem als mit dem Pulver Paul hinter mir gehen wir aufs Blaseneck rauf. Da hast du einen traumhaften Blick. Da oben seht ihr die große Gesäuseüberschreitung, die wir eh schon gemacht haben. Da vorne der Lugauer, das steirische Matterhorn und da der Flo, der Mödlinger, der hat auch so ein Matterhorn in der Hose. Gell, Flo? Ja. In dem Sinn, viel Spaß, kommt's mit. Wir sind jetzt auf 1650 Meter herum. Ich glaube, bis da auf ist reingegangen. Bist du her? Siehst du, dass da so der Übergang war? Ich glaube, da kann der Übergang sein, bis da verdrängt hat. Da haben wir so eine neue Schicht drauf. 4 cm Steirerpulver. Unten. So schaut der aus, gell? 4 cm so ein Steirerpulver, wie der Haarschicht. Der schmeckt gut. Ein Steirerpulver kannst du essen. Das ist, war ein gutes Aperol-Spritz mit einem Steirerpulver auf. Ja. Das nehme ich nächstes Mal mit. Ein Sektglasl, Aperol-Spritz, Steirerpulver. Genial. Spezialität da im Gseis, gell? Ja, ja. Einen Ausblick haben wir da heute wieder mit dir, Paul. Ein Traum. Es ist immer wieder schön im Gseis. Im Gseis schaut es uns auf. An der Lugauer. Herrlich. Hinten der Lugauer. Es ist nirgends was frisch da. Ja. Nirgends Anzeichen, was ist, dass du was sagen kannst. Ich bin gespannt, wie das Schneeprofil ausschaut. Ich bin gespannt. Normal fährt da niemand herein, gerade. Okay. Da oben fährt normal niemand da. Es ist nicht eingeweiht, viel verfestigt durch die Wärme jetzt. Die Spuranlage ist richtig auf, die ist gut gelegt. Schauen wir da vorne, wie sie richtig ist. Der obere Teil ist immer richtig gelegt, gell? Ja. Die Spuren auch nicht oben. Ja, bin ich gespannt. Genial. Ehrlich, oder? So sieht man ein Musterbeispiel, wo da, ich sage, aufs Klumpert liegt. Der ganze Hang, was da ist, ist für uns unbrauchbar. Gell? Unbrauchbar. Wenn wir da jetzt hineingängen, haben wir sehr schlechte Karten. Windstill.
Ja. Wir fahren mir jetzt an oben. Alter, die sind so gewachsen, die rutschen. Das ist ein Wahnsinn. Die hat schon eingeschaltet. Ja. Okay. Dann fahren wir mal da vorne, oder? Pulverattacke! Thank you.
euch. Ja, wir sind jetzt wieder gut herunter vom Blaseneck. Hoffen, dass euch die Abfahrt taugt hat. Der Pauli hat uns da eine richtig danke. Coole Abfahrt gezeigt. Und ein paar lässige Fotos hast du auch wieder gemacht, Paul. Ja, möchtest du ein bisschen was sagen zur Tour? Ich sage euch, was war wieder heute klasse. Heute hat es wieder gestaubt im Gseis. Wir waren auf sicheren Seiten. Wir haben nichts riskiert. Wir haben Abstand gehalten. So wie es gehört bei einem Dreier. Aber es war herrlich. Pfiat euch. Danke, Franz, dass du gekommen bist. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich kann auch noch sagen, danke, Paul. Mit dem Paul macht es mir immer besonders viel Spaß. Und das Lässigste ist nachher eben die Fotos im Nachhinein auch anschauen. Und genauso, der Paul freut sich immer, das Video nachher anschauen. In dem Sinn, wie eh schon oft gesagt, wenn es einen Bergführer braucht, wurscht, ob im Gseis oder sonst irgendwo. Das ist der Mann, vor allem im Winter, aber genauso auch im Sommer. Im Sommer ist er mehr unterwegs, sagt er. Also, heute im Sommer Unterstützung brauchen, da ich ist er. Sag euch was, es hat gestaubt. Es hat gestaubt. Schau her. Da seht ihr das, gestaubt hat es. Und solche kleine Fotos könnt ihr jetzt auch haben. Ja. Ich mache das. Jetzt ja. Technisch jetzt her. Der erste Schritt, zack. Zweiter Schritt zurück, richtig mir jetzt hier zusammen, zack. Also, so geht die Spitzkehr. Das könnt ihr auch alles lernen. In dem Sinn, bergheil, bleibt geil, ciao für euch.